So, in der letzten Folge haben wir ja hier alle unsere Getränke wieder aufgefüllt. Wir haben viel Geld gehabt, leider auch sehr viel ausgegeben. Wir starten wie immer im Pausemodus. Und schauen mal ganz kurz, hier haben wir Abenteuer erfolgreich. 10-mal Fleisch bekommen, sehr schön. Das heißt, wir könnten eigentlich direkt überlegen, ob wir nicht schon wieder auf die Suche gehen nach... Warte mal, wir brauchen Golden. Ne? Und Golden... Ja, die Wikinger-Party wäre natürlich total super. Dafür brauchen wir noch ein paar Nüsschen. Und das Rezept. Da herum und deswegen schicken wir die mal direkt auf die Suche nach Nüsschen. So. Und schauen mal kurz in die Aufgaben rein. Verdiene mehr als 5900 Gold an einem Tag. Das wird sportlich. Sorge dafür, dass die gesamte Personal über 80% glücklich ist. Das kriegen wir hin. Und einen ganzen Tag lang nur Suppen. Das machen wir nicht. Wir brauchen nämlich ein bisschen Geld. Oder? Nö, können wir machen. Komm. Keine Hauptgänge, nur Suppen, keine Nachspeisen. Keine Nachspeise, kein Hauptgang. Heute nur Suppen. Das ist gut. Das heißt, wir machen heute das. Wir gehen mal kurz ins Personal. Der Barkeeper, der Hugo, der hätte gerne ein bisschen mehr Geld. Soll er haben. Jetzt lacht er und damit ist der auf jeden Fall schon mal zu 80% glücklich. Hier unsere Judy. Die bekommt von uns auch so ein bisschen mehr Gold. Ne? Also wir sind ja jetzt hier nicht so knickerig. Knickebockerig. Und damit sind alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter glücklich. Wir können direkt hier, zack, nochmal 800 Gold. Und hier ist das Rezept, damit wir nachher mal den, wer ist es denn? Merlin, glaube ich, ne? Den können wir dann holen. Und hier ist erst das Rezept für die Wikinger. Das heißt, die Wikinger-Party wird noch ein bisschen was dauern, aber wir können hier schon mal anfangen zu sammeln, ne? Verdiene mehr als das, müssen wir mal schauen. Suppen machen wir, okay. Dann würde ich mal sagen, machen wir die Tür auf und hereinspaziert. Die Band ist da. Die ersten Abenteurer sind schon direkt unterwegs, die kommen gar nicht mehr hier rein. Das hier ist unser Thekenbereich, unser Barkeeper, der Hugo. Das heißt, wenn man einen Hugo will, kann man den auch bestellen. Der läuft dann hier rum. Wir haben Met, Cider, Milk, Wein, Ale, Limonade, Bier und Wasser. Unsere Köche machen jetzt fleißig Suppe. Ganz hygienisch, ne? Aus dem Wasserbottich, wo alles drin gewaschen und gespült wird, wird dann hier das Wasser erhitzt, gekocht und dann läuft das doch schon mal nach einem Plan. Ich schaue mal gerade eine Etage höher. Hier ist nämlich unser Hotelbereich, beziehungsweise hier haben wir unsere Denker untergebracht. Wir brauchen noch 3 seltene Gäste. Wenn wir die haben, dann können wir uns dann um die nächste Forschung kümmern. Und zwar die großen Hotelmöbel. Und wenn unsere Event mit den Piraten kommt, machen wir die Küche plus 1 und machen dann die großen Hotelmöbel weiter. Die neue Etage, da kümmern wir uns dann später drum. Den Kamingrill könnten wir, glaube ich, eher gebrauchen. So, Thema gebrauchen. Wir machen hier mal ganz kurz ein bisschen die Wandtextur in hübsch. Zimmer bekommen alle die gleiche braune mit dem Streifen. Die war im Angebot. Da haben wir gesagt, schlagen wir zu, machen wir alles identisch. Und dann fühlt man sich doch in jedem Räumchen heimelig. Bodentextur ist soweit okay. Dann kommen ein paar Lämpchen rein. Ich würde jetzt wegen der Sicherheit eigentlich mal diese Lampe, glaube ich, reinbauen wollen. Wobei eine Kerze macht auch 50
ansehen. Deswegen können wir auch die günstigere Kerze hier in die Zimmer einbauen. So, dann machen wir hier und hier. Genau. Schön hell. Sehr gut. Sehr schön. Das gefällt mir. Lichter sind installiert. Wir bräuchten jetzt noch ein paar kleinere Lichter auf den Gängen, ne? Da würde ich mal so eine Lampe hier hinhängen wollen. Hier so auf die Ecke, dann hier so und da so. Dann ist der Gang schön hell erleuchtet. Dann schmeißen wir die Lampen raus. Die fallen mir hier nicht so sehr. Die haben so ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen, Charme eines entsprechenden Häuschens, aber leider ja. Fenster brauchen wir natürlich. Fenster habe ich total vergessen. Hätte ich gerne hier. Hier, hier. Da weiß ich noch nicht. Da. Da haben wir Fenster, hier haben wir Fenster. Dann bekommt dieser Raum natürlich auch Fenster. Was machen wir denn hier mit den Räumen? Können wir denn im Innenbereich welche ohne Fenster machen? Das bekommt auf jeden Fall da noch eins, damit man dann auch vom Gang hier einen Blick reinwerfen kann. Ne? Und das bekommt keine Fenster. Punkt. Es ist natürlich die Frage, ob wir hier diese drei, was wir hier für Betten reinstellen. Wir müssten eigentlich hier von den etwas günstigeren, die würde ich hier reinmachen, die drei. Die würde ich was günstiger machen. Da kommen Bettchen rein. Und zwar für eine einzelne Person. Hier so bequeme Betten, ne? Die reichen ja völlig aus. Eins, zwei, drei. Dann ein kleiner Kleiderschrank. Ah, ich habe nicht genügend Geld, natürlich. Wir könnten einen kleinen. So, das wollte ich doch. So. Und Deko, das müsste gerade so noch gehen. Aber nur nicht überall. So. Wir hatten ja gesagt, helle. Helle Vorhänge. Sehr schön. Wir können das Bett hier noch ein wenig nach darstellen. Gut. Wir haben Geld übrig. Bedeutet als Dekoration ein Vorhang hier vorne. Damit auch weiß. Sehr schön. Dann brauchen wir gleich, wenn wir wieder ein bisschen Geld übrig haben, einen Kleiderschrank, der natürlich bei Hotel untergebracht ist. Da haben wir den kleinen hier, ne? Sehr gut. Und bei den Menüs ist wieder die Lauchsuppe, du Lauch. Ist im Level aufgestiegen. Schön. Und wir haben auch eine Mitarbeiterin, eine der Annabels, ist im Level aufgestiegen. Level 7. Sehr gut. Wir müssen demnächst auch mal den einen oder anderen Mädels sagen, die haben in dieser Etage zum Beispiel nichts zu suchen. Andererseits haben wir eigentlich genug Personal, ne? So, wie ist das mit der Forschung. Ein Seltener fehlt uns noch. Sehr gut.
Suppen machen wir am Ende des Tages. Ne? So viel Geld werden wir natürlich nicht. Ach, guck mal, der grüne Erbseneintopf wird auch gern gekauft. Schön. Ich glaube, machen wir hier noch ein Fenster rein. Ja, ne? Ich finde, das hat was. Je mehr normales, also je mehr Tageslicht und so, desto besser. Das wird ein echt großes Suite. Hier machen wir sehr, sehr teure Betten rein. Das heißt, wir haben dann teuer, 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 günstig, teuer, sehr teuer, extremst teuer, günstig. Haben wir eigentlich eine ganz gute Mischung. Ah, Forschung ist abgeschlossen, sehr schön. Das bedeutet, wir machen jetzt hier die großen Hotelmöbel, weil wir brauchen ja 700 Forschungspunkte. Dann können die direkt schon mal loslegen. Und wenn dann gleich unser Event kommt mit den goldenen, dann können wir hier direkt die Küche fertig machen. Und was übrig ist, packen wir in die Hotelmöbel. So, Thema Hotelmöbel. Wir haben ein bisschen Geld übrig. Wollen wir direkt investieren in Sonstiges. Ein Nachttisch. Wenn wir hier einen Nachttisch reinsetzen, steigt der Wert. Nein, aber wir haben ein 3 Sterne dann. Das ist schon mal gut. Ich hätte auch gerne einen Raumtrenner hier drin. So, weil ich weiß, was da gleich noch hinkommen soll. Das ist immer noch 3 Sterne und wir machen einen kleinen Schreibtisch auch hier rein. Hier und das Fenster. So, ist immer noch 3 Sterne. Aber unser Ansehen ist auf über 10.000 gestiegen. Das ist doch perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Wir können jetzt uns überlegen, dass wir hier die Betten einmal versetzen und gucken, ob wir da noch einen Nachttisch, ne? Hier seht ihr auch, ne? Wir brauchen noch einen Nachttisch für 3 Sterne. Und für 4 Sterne, oh mein Gott. Alle Schränke, alle Zimmer, alles muss halt alles 4 Sterne sein. Raumfläche mit mindestens 256 Kacheln. Alle Anforderungen für 3 Sterne erfüllt. Und 5 Sterne wird dann natürlich noch eine Badewanne rein und so. Da müssen wir gleich mal gucken. Aber jetzt erstmal ist die Frage, kriegen wir hier noch einen Nachttisch unter? Ja. Kriegen wir. So, hier müssen wir das Bett noch versetzen. Dann kommt hier auch ein Nachttisch rein. So, dann heißt, wir haben ein 2-Sterne-Zimmer, dann die 3 Sterne. Hier müssen wir dann mal... Wo muss ich denn hinklicken? Ah, hier drauf. Dann kriegst du die Infos. Alle Betten im Zimmer sind 4 Sterne oder mehr. Das bedeutet, wir müssen das Bett ändern. Wollen wir das? Nee, das ist ein 3-Sterne... 3-Sterne-Doppelzimmer. Oder wir machen 4 Sterne. Was kostet denn das 4-Sterne-Bett? Das 4-Sterne-Doppelbett kostet 1.100. Gut, können wir uns im Moment nicht leisten. Dann lassen wir das erstmal so. Und machen an dieser Stelle einmal das Betten darüber. Ei, verbipscht! So, dann können wir nämlich jetzt hier einen kleinen Kleiderschrank reinsetzen. Damit ist das auch schon mal. Und dann können wir den Nachttisch da reinpacken. Ob uns das jetzt so viel bringt oder nicht, das finde ich jetzt erstmal, ne, ob das 2 oder 3, das ist jetzt nicht so schlimm. Aber ich finde, Nachttisch gehört irgendwie dazu. Ah, ist doch schön hier, unser kleines Hotel. Also, finde ich gut, Tavernmaster, ne? Das hat was. Wir haben hier unsere schlauen Köpfe, die über
Den könnten wir eventuell sogar noch ein Bücherregal spendieren. Was hältst du denn davon? Wo ist denn... Ah, bei Dekoration ist das drin. Das Bücherregal. Ich würde dann auch noch ein zweites Bücherregal dann hier hinstellen. Ne? Dann wird das hier... Oder wir drehen das. Stellen das hier hinter die... Machen wir hier noch ein Bücherregal hin, wenn das passt. Wir können die Fackel hier drüben hinhängen, so. Schauen wir mal. Das ist doch mal hier nett. Wie sieht das mit der Forschung aus? Das läuft. Da muss ich mir erst Gedanken machen, wenn wir... Okay. Das Piratentreffen ist übermorgen. Dann würde ich an den nächsten Tag mal die Schlachtsiegfeier ansetzen. Gut. Unser junger Mann hier ist immer noch sehr fleißig. Unsere Getränke werden automatisch aufgefüllt, weil wir dieses wunderbare Fasslager hier hingestellt haben. Und abends ist es immer so, dass einige Gäste uns verlassen. Ne? Aber ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch groß machen soll, ne? Weil unsere... Wir haben so viele Bedienungen hier rumlaufen. Ich glaube, es liegt wirklich daran, dass wir das so eng hier zusammengestellt haben, dass die Bedienungen zu langsam hier durch die Reihen gehen. Das wäre dann die nächste Optimierungsstufe, die wir uns überlegen könnten. Was sagen denn hier unsere Ritter? Bedeutet, wir brauchen hier Käse und wir brauchen Erdbeeren. Wobei, hier haben wir noch ein paar Erdbeeren, ne? Aber Käse und Erdbeeren fallen nicht durch. Genauso wie Fleisch. Fleisch. Nüsse und Fisch. Wir müssen jetzt mal so langsam... Ah, okay. Weiter expandieren. Gut. Dass wir hier so ein paar Gäste verärgert haben, ist natürlich sehr traurig, aber nicht zu ändern. Suppen haben wir den ganzen Tag bedient. Ah, knapp verfehlt, ne? 300 oder 200 haben gefehlt. Essenverkauf, Getränkeverkauf, Boni. Gehälter, Auffüllungen. Ah, Auffüllungen müssen wir bezahlen immer noch. Okay. Abenteuer und Käufe natürlich. Da haben wir natürlich richtig reingeschlagen. So, ich starte den nächsten Tag wie immer im Pausemodus. Okay, wir haben einen Dieb und... Verzieh dich, unser... Haha, perfekt. Unser Aufpasser hier vom Dienst, ne, der Landolf, der ist perfekt ausgerüstet. So, verteidige dich einmal gegen die Diebe. Ja, sehr gut. Ein neues Rezept haben wir. Das bedeutet, wir könnten jetzt sogar Merlin holen, ne? Verdiene mehr als serviere den ganzen Tag lang nur Desserts. Das ist natürlich im krassen Gegensatz zu... zu verdiene Geld, ne? Und ich würde jetzt gerne alles erstmal an Geld haben und verdienen, weil wir wieder mit Minus gestartet sind. Das bedeutet, es gibt Käse, es gibt Erdbeerkuchen, die Suppen gibt es und alles reguläre. Die Speisekarte ist gut gefüllt. Das heißt, unser Ziel ist jetzt erstmal bei den Aufgaben mehr als 5.900 zu verdienen an einem Tag, ne? Dann haben wir das nämlich weg. Das ist, glaube ich, erstmal gut zu erreichen. Dann können wir auch gucken, ob wir die Steaks hinkriegen. Und den ganzen Tag lang Dessert servieren. Das können wir dann an einem anderen Tag machen. So.
So, unsere Ritter sind zurückgekommen. Wir haben 13 Nüsse gefunden und ein paar Erdbeeren. Sehr gut. Das heißt für uns, wir brauchen erstmal Geld. Wir müssen aus dem Minus raus. Und es ist krass, ne? Es geht ja morgens erstmal so um 7, 8, 9 erstmal ganz gemütlich los mit Gästen. Und über den ganzen Tag lang wird es richtig, richtig voll. Und dann ist klar, dass am Ende des Tages jeder Sitzplatz belegt ist. Wo ist denn hier unsere durchschnittliche Belegung? 42%, ne? Und 375 Gold durch Hotel, das ist auch gut. Gut. Warte mal, in der Forschung sind wir hier. Gut. Das heißt, warte, Forschung. 142 Gold. Ah, wir haben aber nur 120. Na gut. Da würde ich dann doch morgen nach dem Event erst die andere Forschung abschließen und dann weiter hier dran arbeiten. Gut, wir können hier einmal nach den Hotelzimmern gucken. Wenn wir hier quasi ein echt großes Luxuszimmer hinmachen wollen. Ne? Das heißt, wir brauchen hier erstmal das große Luxusbett. Und ein bisschen Deko. Das heißt, Vorhänge an die Fenster. Die werden wie immer weiß. Sehr gut. Dann benötigen wir einen Kleiderschrank der höchsten Kategorie, sind 1000. Das bedeutet, wir müssen noch ein bisschen sparen. Ja gut, mal gucken, ob wir da heute noch mit klarkommen, dass wir hier dieses Zimmer quasi ans Laufen bekommen. So, wir haben die 1000. Das heißt, wir schmeißen jetzt hier diesen riesigen Kleiderschrank einmal an diese Wand. So. Es zählt schon mal als 2 Sterne, was wir vermieten können. Entschuldigung. Das bedeutet, wir müssen noch einen Nachttisch reinstellen. Dann haben wir schon mal 3 Sterne. Und dann bekommen wir auch 4 Sterne. So, der Nachttisch kostet 100. Okay, vielleicht kriegen wir den heute sogar noch. Ja, kriegen wir hin. Ich würde den mal auf diese Seite stellen wollen. So, und zack, sind es 4 Sterne mit 250 pro Übernachtung. Sehr gut. Im Anschluss daran benötigen wir einen Kamin und eine Badewanne noch. Der Kamin ist unter Dekoration. Und zwar kostet der, glaube ich, auch 1000. Ne? Ja. Und die Badewanne kriegen wir erst, wenn wir die großen Hotelmöbel geforscht haben. So, ein Menü ist am Level aufgestiegen. Sehr schön. Die Obstschale wird gerne gekauft. Nachspeisen in Ordnung. Ah, dann kommt hier gleich noch ein Nachttisch auf die andere Seite. Dann machen wir hier den Kamin hin. Gegenüber vom Bett. Dann kommt hier ein Badezuber hin und ein Padawan, dass man da nicht direkt so vom Bett hinüberschauen kann. Ne? So, das ist der Plan für heute. Ich schau mal kurz hier auf unsere Ritter. Weil wir haben ja noch ein bisschen Geld übrig. Bedeutet, wir könnten die ja mal hier auf die Suche nach Fleisch machen. Schicken, ne? So. Dann sind die jetzt vor Mitternacht noch unterwegs.
bräuchte nochmal 428. Dann könnten die nach Käse suchen. Zack. Auch gut. Und wieder verlassen uns leider einige der Besucher etwas grummelig, weil sie keine Getränke bekommen haben. Aber Getränke sind ja noch hier, ne? Und die Damen sind auch fleißig unterwegs. Die Pilzsuppe ist auf Level 5 Sterne. Das ist ja mal richtig schön. Lecker, lecker Pilzsuppe. Das freut dann die Jungs und Mädels aus der Henkerszunft. Weil die mögen sowas ja, ne? Den leckere Pilzsuppe. So, ich trinke mal kurz einen Schluck. Tageszusammenfassung. Wir haben 375 Goldstücke aus Hotelvermietung. Wir haben eine Menge Getränke verkauft. Wir haben Essen verkauft. Wir haben ein paar Boni bekommen. Sehr schön. Und wir hätten auch ein dickes Plus gehabt, hätten wir zum Beispiel die Käufe nicht gehabt, ne? Gehälter sind 1700, das ist schon ordentlich. Genauso mit Auffüllung, 400. Das sind 2021. Aber das kriegen wir ja durch verkaufte Essen alles wieder rein. Das ist ja... Thema Essen. Ich hole noch kurz ein bisschen an Vorrat. Und dann... Gucken wir kurz in die Aufgaben rein. Verdiene 5.900, haben wir nicht ganz hingekriegt. Die Desserts wollten wir einen anderen Tag, ne? Aber Steaks sind wir gut dabei. Wir machen Pause, beginnen den nächsten Tag. Schauen in die Aufgaben. Fülle 400 Liter beliebiger Getränke nach. Das kriegen wir hin. Und jetzt ist halt die Frage, machen wir das weiter oder versuchen wir mal einen Tag lang Desserts? Ne, wir machen das. Vielleicht kriegen wir auch die Steaks verkauft. Gut. Heißt, der Tag hier, die Band kommt, die Abenteurer kommen und da kommen sie. Unsere Piraten heißt sie herzlich willkommen. Ja, meine Piraten, eine Piratendame. Arr, arr. Wo ist denn hier der Pirat mit dem Holzbein? Ich frag für einen Freund. Ach, guck mal hier, mit der großen Feder am Hut. Das ist Blackbeard. Das sieht man ja, ne? Mit dem schwarzen Bart. Und eine Augenklappe. Ja, das ist ein Pirat. So muss er aussehen. Und hier die junge Dame hat sich mal direkt das Schinken, Stück Schinken gegönnt. Wir holen uns mal hier. Wen holen wir? Wir holen, wir brauchen Fische. Ich habe nicht genug Geld. Natürlich nicht. Ich bin im Minus. So ein Driss. Aber wir haben Platz für die 120 Gäste. Ne? Das heißt, die Piraten kommen fleißig hier zur lieblichen Annabelle. Weil unsere Kellnerin zu 85% Annabelle heißen. Ach hier, guck mal, der Schinken wird aber gut verkauft. Ne? Die sind hier aber fleißig am Schinkieren. Ich guck mal gerade in die obere Etage. Ja, die sind fleißig am Lernen und Studieren, unsere Forscher. Ja, das heißt hier, unsere Forschungspunkte gehen schön runter. Ich würde dann, glaube ich, auch überlegen, warte mal, 120, dann sind wir ja schon fast hierbei, ne? Die großen Hotelmöbel, dann lassen wir das erstmal und dann holen wir die Küche später. Ja, das machen wir so. Ja, Menü. Eben noch drüber gesprochen. Geräucherter Schinken ist jetzt Level 1. Alle Gäste dieser Veranstaltung wurden bedient. Ich habe 2400 Goldstücke als Belohnung bekommen. Dankeschön. Da würde ich dann hier direkt mal in das Hotelzimmer investieren wollen. Und zwar
ein weiterer Nachttisch für auf diese Seite. Einfach nur, damit es hübsch aussieht. Den Raumtrenner hätte ich, glaube ich, auch ganz gerne hier drin. Ich würde mal sagen, hier so in der Ecke. So. Und ein kleiner Schreibtisch ist natürlich auch wichtig, damit man königliche Botschaften schreiben kann. Die Badewanne kommt noch, dann können wir eine Uhr hier reinstellen, noch einen Spiegel hier reinstellen. Das wird doch toll. Wir bräuchten natürlich auch hier noch den Kamin. Hatten wir ja gesagt. Der sollte gegenüber vom Bett installiert sein. Und dann ist er auch direkt in der Nähe vom Badezuber. Das ist dann auch wichtig, ne? Wir machen mal... Das muss eins weiter darüber. Ja, schön. Unsere große Suite kommt langsam aber sicher dahin, wo ich sage, schön. Schön, schön, schön. Oh, wir verdienen aber auch ganz schön gut Geld an denen, ne? Wir haben erst 14 Uhr und haben schon 4,8 verdient. Ich würde mal kurz noch einen Teppich hier reinlegen wollen. Und zwar, was haltet ihr denn hier von so einem Tierfell? So mittendrin. Ist auch nicht schlecht, ne? Ich hätte es eigentlich gerne schräg gemacht, aber man kann es leider immer nur im 90-Grad-Winkel drehen. Wir könnten noch zwei kleinere Teppiche, einen hier hinlegen und einen hier hinlegen. Damit man hier nicht über die kalten Holz dealen muss, ne? Pass auf, machen wir direkt. Teppich. Ach, warte mal, das ist ja hier. Kann ich denn... Machen wir einen roten, so, oder machen wir einen runden rein? Wir können auch einen mittleren Teppich hier rein machen, so und so oder so, so und so. So und so. Und dann müssen wir den noch ein bisschen dahin legen. Ne, dahin legen. Spezial ist hier gerade nicht interessant. Ach, schön. Da kommt der Badezuber hin, dann kommt noch eine Uhr hier rein und noch ein Spiegelchen. Und dann haben wir hier schon... Ach, das ist doch hier schon eins. Eines Königs würdig. Hm, wir können auch überlegen, ob wir hier schon anfangen... warten Sie, Betten. Und zwar ein Luxusbett für eine Person. Stellen wir hier hin. Ich kann nicht, weil es in der Wand ist. Okay. Da kann ich es hinstellen. Dann brauchen wir einen Kleiderschrank. Ach, der ist natürlich zu teuer. Das ist ärgerlich. Aber ich könnte gucken, ob ich ein Nachtschränkchen da reinstelle. Ich muss wieder ins Hotel. Sonstiges. Nachttisch. Das funktioniert. Und dann passt auch auf jeden Fall als Dekoration noch Folgendes. Der Vorhang. Und da ändern wir kurz die Farbe. Auch in weiß. Da muss jetzt noch ein Kleiderschrank rein, ne? Dann hätten wir hier nämlich auch schon wieder ein Zimmer, welches wir für teuer, teuer Geld vermieten können. Ich würde drei von denen hier machen wollen. Oh, 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 hier. Wir haben verdiene mehr als 5.900. Perfekt. Perfekt, perfekt. Wir könnten mal kurz gucken, wegen Getränken auffüllen. Alles nachgefüllt. Dann sind wir hier fast an den 400 dran.
Das würde ich eigentlich gerne noch hinkriegen, aber der Tag ist ja noch jung, ne? Das heißt, wir verkaufen ja noch das ein oder andere Kaltgetränk und deswegen beschleunigen wir die ganze Sache mal so ein bisschen, dass wir gerade die 1000 hinkriegen. So, dann können wir hier nämlich den Kleiderschrank kaufen. So. Wir schauen mal kurz, was uns hier noch fehlt. Raumfläche ist mindestens 256 Kacheln. Schade. So, Kamin, Badewanne, das kriegen wir. Also wir müssten das, den Raum etwas vergrößern, ne? Damit wir hier eine 4-Sterne-Wertung kriegen. Aber ich finde 220, 3 Sterne schon gut, ne? Weil das ist ja schon die Suite. Dann machen wir hier die 3 Einzelzimmer rein. Ja. Warte mal, wir haben... Okay, man braucht mindestens ein Fenster drin, ne? Das heißt, wir müssen hier auch in dem Raum ein Fenster reinmachen. So. Sonst bekommen wir einen Sternabzug. Na gut. Wenn das Spiel das denn so gerne hätte, dann kriegt das Spiel das auch. Das ist ja nicht das Problem. Wir gucken mal, ob wir noch ein bisschen Getränke nachfüllen, dass wir hier irgendwie in Richtung... Ah, 25 Liter müssen wir noch. Komm. Das sind doch Piraten. Piraten können doch auch mal 25 Liter irgendwo trinken, ne? Ich helfe. Ich trinke hier auch einen Schluck. So, wir haben hier im unteren Bereich alles grüne Vorhänge gewählt. Hier sind überall Fackeln an der Wände. Sehr gut. Wie viel können wir noch nachfüllen? Ja, es fehlen immer noch 9 Liter. Ach komm. Also, Piraten. 9 Getränke werdet ihr doch wohl irgendwie noch... Ja, guck mal hier, da gehen die ersten Getränke raus. Sehr schön. Wir füllen auf. Und haben wieder 3 Aufgabenpunkte gesammelt. Sehr schön. Steaks wird natürlich jetzt hier nicht gegessen. Die wollen ja alle dieses Special essen, ne? Das heißt, da wird jetzt nichts mehr passieren. Gut, dann ist, denke ich mal, unsere erste Piratenveranstaltung über die Bühne gegangen, ne? Wir hätten natürlich jetzt unsere Abenteurer noch auf den Weg schicken können, aber mein Gott, guck mal, wir haben Essen verkauft für 2270. Getränke verkauft und Hotel haben wir auch schon wieder ein paar Übernachtungen. Sehr schön. 686 plus. Das freut mich. So, wir machen Pause, beginnen den nächsten Tag und haben neue Aufgaben. Gibt mehr als 6800 aus. Steak. Seltene Kunden bedienen. Ah, okay. Serviere einen ganzen Tag lang nur Dessert. Jetzt ist natürlich die Frage... Kriegen wir 4 Steaks oder lieber nur Desserte verkaufen? Da wir im Minus sind, würde ich hergehen und alles anbieten wollen. Wir können jetzt auch geräucherten Schinken anbieten. Genau. Wir brauchen erstmal ein bisschen Geld, damit wir da arbeiten können. Deswegen gibt es heute nicht nur Dessert. Ach, nicht. Ach, warte, wir brauchen doch hier seltene Kunden. Bedeutet, hier machen wir seltene Kunden mit dem Henkerstreffen. Sehr gut. Das heißt, dass wir nämlich in der Forschung hier noch 8 Goldene brauchen. Eigentlich brauchen wir nur Goldene, ne? Wir müssen ein Henkerstreffen dazwischen schieben. Damit wir
Die Aufgabe erledigen. Oder wir machen wirklich... Was können wir denn hier im Anschluss? Das können wir noch nicht weiter forschen. Eigentlich brauchen wir die goldenen, ne? Anstatt des Henkers treffen. Aber das hilft uns gerade nicht. Ich mach mal kurz was langsamer und schick mal unsere Abenteurer auf die Pirsch. Und zwar benötigen wir für goldene. Wir bräuchten hiervon ein paar. Und wir könnten Fisch gebrauchen. Damit dann demnächst auch mal Merlin vorbeikommt. Nicht wahr? So, Sonderveranstaltungen sind geplant. Forschen geht langsam, aber stetig weiter für die Hotelmöbel. Dann können wir das eine Zimmer auf 5 Sterne bringen. Und wir können hier gucken, ob wir ein weiteres Zimmer eingerichtet bekommen. Oh, ein Menü ist aufgestiegen. Sehr gut. Müssen wir direkt sofort machen. Das heißt, wir brauchen ein Bett. Ein Luxusbett. Und wir brauchen einen Nachttisch. So, dann brauchen wir Geld. Okay, hat sich dann schon wieder erledigt. Bedeutet, wir brauchen noch einen Kleiderschrank, der kostet 1000. Und wir brauchen noch eine Deko. Die können wir ja schon mal reinhängen. Hier mit Weiß bitte. So, wir brauchen noch 4 goldene. Das ist natürlich jetzt... Oh. Die werden wir heute nicht mehr hinkriegen, ne? So, die Gäste verlassen unser Etablissement. Wir bräuchten... wir kommen nicht an die 1000 ran. Das heißt, wir können leider keinen 1000 Euro Kleiderschrank... Aber wir können den mittleren hier reinstellen, weil den ganz großen, den bringt ja eh nichts. Weil es ja zu klein ist. Ist ja Quatsch, ne? Das heißt, wir können es jetzt aber schon vermieten. Und hier, so sieht das aus, wenn wir Übernachtungsgäste haben. Guck mal, die haben sich schon die große Suite gegönnt, ne? Der Rotbart hat ein bisschen Geld für seine Frau springen lassen für, ne? Eine kleine Nacht zu zweit hier. Und nebenan ist der Mönch, der sich denkt, komm... Zwei haben geheiratet, ich habe die vermählt, dann können die hier auch mal. Nebenan nächtigen. So, wir machen Pause. Forschung ist... Einer fehlte, verdammt. Nächsten Tag beginnen. So, die sind schon dabei und schweben neben dem Bett, damit sie direkt... hier verlassen können. Übernachtungsgäste, die Mädels sind schon hier und machen sauber. Und wir starten mit 1055 im Minus. Gut, wie sieht es hier unten aus? Wir müssen auf den Weg schicken. Was haben wir denn für Aufgaben? Seltene Kunden, okay. Steak, fehlen noch 2. Dessert hätte man natürlich auch machen können, aber gut, das ist natürlich was. Fleisch. Wir könnten Fleisch suchen, wir könnten Fisch suchen, wir könnten Nuss suchen. Oh, es braucht schon bis Mittag, um aus dem Minus rauszukommen. Das ist natürlich schon... knackig, ne? Aber dafür ist ein Dessert-Level aufgestiegen. Schön. Also die seltenen und teuren Erdbeeren. Oh, wir brauchen bitte noch einen goldenen. Könnte der vielleicht heute noch vorbeikommen? So, wir schicken auf die Suche nach Nüssen.
Und wir schicken auf die Suche nach Fisch eigentlich, ne? Fisch oder Fleisch? Fleisch. Zack. Oh, wir haben Steak 16 Mal. Sehr gut. Das heißt, wir bekommen 900 Goldstücke. Die Mona Lisa ist als nächstes dran. Ein Elite-Barkeeper für eine weitere Etage oben. Den müssen wir uns aufheben. Das Rezept wird interessant. 340, da müssen wir hin. So, Forschung ändern. Und zwar hier. Die großen Hotelmöbel sind fertig. Das müssen wir uns dann auch gleich mal ansehen. Der Jack hat fertig gelernt. Die Liv ist so ein bisschen... Hm. Na gut. Dann würden wir hier oben kurz den Badezuber installieren wollen. Ne? Das sind die großen... Badewanne. Ach, guck mal hier. Das ist doch schön. So. Und wir haben ein 5-Sterne-Raum. 250. Dann würde ich den Padawan hier ranstellen wollen. So. Und wir können natürlich auch eine Uhr noch hier reinstellen. Die stellen wir hier hin und dann kommt der Spiegel daneben. Oh, schön. Guck mal, wir haben unser Ansehen schon wieder gesteigert. Und zwar deutlich gesteigert. Eieiei. Ein Sahnebrötchen-Rezept ist aufgestiegen. Level, sehr schön. Das restliche Geld würde ich dann wieder sparen, weil die Nacht wird ja teuer. Und wir haben Übernachtungsgäste hier für 250 Goldstücke die Nacht. Da können auch die beiden hier mal schön... Moment. Hatte der nicht eben eine andere Frau? Ist der Bruder. Ach, unsere Annabelle ist aufgestiegen. Level 8. Sehr schön. Tragend. Treppensteigen könnten wir vielleicht auch mal ein bisschen steigern. Ja, 831 Goldstücke plus, ne? Das ist doch schon mal schön. Guck mal hier, Hotel läuft mittlerweile. 1230 Goldstücke. Essen läuft natürlich auch richtig gut. Geil. Geil. Wir machen Pause für den nächsten Tag und... warte mal, was ist denn der nächste Tag? Ach, Schlachtsiegfeier. Okay. Da können wir gucken. Wir haben, gibt mehr als 6800 an einem Tag aus. Erhöhtes Level eines beliebigen Mitarbeiters. Hm. Die seltenen Kunden kommen später und den ganzen Tag lang nur Desserte. Das ist heute auch nicht möglich. Okay, wir haben ein bisschen Minus, aber wir werden alle Ritter unterbekommen. Ne? Wir haben ja Platz ohne Ende. Also für 80 Ritter ist ja immer Platz. Guck mal hier. Das funktioniert. Wir haben hier eine erfolgreiche Suche und würde ich dann jetzt direkt mal wieder starten wollen mit Fisch. Fisch? Oder sollen wir einfach mal nach Kokos? Nee, wir machen hier Fleisch. So. Und wir machen die auch noch. Okay. Den auch. Ach, guck mal. So sind alle Gäste. Ich habe 2000. Sehr schön. Perfekt. Getränke haben wir noch. Wie sieht's mit Essen aus? Okay, das passt. Erdbeerchen bräuchten wir. Fleisch brauchen wir. Fisch brauchen wir. Gut. Für das Geld würde ich doch jetzt hier oben einmal ganz kurz mal etwas kaufen wollen. Und zwar den Spiegel. Der kommt dahin. Und bei Deko gibt es ganz hier unten das Teleskop für 3000. Das würde ich auch gerne hier noch reinstellen wollen. Einfach nur, weil wir es können.
einfach nur ein schöner Raum ist. Ne? Ich würde hier kommt noch ein kleiner Teppich hin. Ein runder Teppich. Der ist aber ein bisschen groß. Ein großer, kleiner. Hier sowas, ne? So. Perfekt. Eigentlich müsste hier um den Badezuber auch noch irgendwie was hin, ne? Teppichmäßiges. Eigentlich muss da ein Fell hin. Mein Fell mit dem Wasser ist nicht so schlimm wie dieses, ne? Ach, wir bräuchten auch noch ein paar Bilder an der Wand. Da könnten wir doch mal gucken, dass wir hier eine Malerei. Hier, ne? Von der jungen Dame. Das ist... Nee, das gefällt mir alles irgendwie nicht so. Das können wir hier hinhängen. So, und dann sind wir schon wieder pleite. Oh, aber jemand ist aufgelevelt. Schön. Unsere Annabelle schon wieder. So, dann haben wir auch das Level eines beliebigen Mitarbeiters erhöht. Ich würde die Mona Lisa noch reinhängen wollen in das Zimmer. Wenn wir sie denn gleich freischalten. Ach, wir müssen noch Geld ausgeben, ne? Aber das kriegen wir ja hin. Guck mal, 500, da können wir direkt noch ein Bild holen. Dann kommt die Mona Lisa, kommt hier hin. Und hier machen wir noch ein... Dekoration. Noch ein Bild von einer Windmühle. Oder... Ah, nee, doch, können wir hier... So. Das ist ja schließlich das Königliche, die Suite, so ein bisschen, ne? So. So auf dicke Hose machen. Was sagt denn unsere Forschung? 47 fehlen hier noch. Ja gut, das ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Da können wir gerade nichts machen. Wir brauchen jetzt erst hier unsere Goldenen. Das heißt hier, wenn die gleich gehen, ne? Dann... Ja, dann haben wir die auf jeden Fall abgeschlossen, die Forschung. Der Erbseneintopf ist gut. Schön. Einmal im Level, ne? Die mögen halt Erbseneintopf. Es ist natürlich wichtig, wenn man als Ritter in einer Ritterrüstung sitzt und den ganzen Tag steckt, ne? Dass man dann Erbsen isst. Erbseneintopf, damit man dann so richtig schön Blähungen bekommt, furzen kann und, ne, ihr wisst, was ich meine. So. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, wegen der Forschung, die müssen wir aufhaben, weil die verlassen jetzt so langsam aber sicher unser Etablissement. Und da sie das Etablissement verlassen, steigern wir das hier und dann müssen wir als nächstes, glaube ich, den Kamingrill, würde ich sagen, forschen. Oder eine neue Etage. Das ist natürlich jetzt die Frage. Ich würde hiermit beginnen. Weil wir haben jetzt noch ein paar goldene, die hier rausgehen. Ja, mach oder... Na, wir beginnen hier. Hätten wir nämlich die neue Etage. Aber das ist halt auch so ein Dead End, ne? Aber die goldenen haben wir relativ schnell, würde ich behaupten. Ja, machen wir einfach mal so. Getränke werden automatisch aufgefüllt. Sehr gut. Essen haben wir. Die sind noch unterwegs. Wir haben 1200. Das reicht nicht für... Das reicht nicht für das Teleskop. Schade. Aber jemand ist im Level aufgestiegen. Das ist doch schön. Komm, wer ist es denn? Wer ist es denn? Wer ist es denn? Ist es die Annabelle oder ist es die Annabelle? Hab ich übersehen?
Cliff ist ein bisschen traurig. Wo ist denn hier, wo ist denn, wo ist das Ausrufezeichen? Bin ich blind? Anscheinend bin ich blind. Was haben wir denn jetzt hier? Wir müssen 100 seltene Kunden. Da haben wir schon was. Ah, wir müssen noch ein bisschen Geld ausgeben. Damit wir das auch noch freischalten und eine weitere Aufgabe bekommen. Es tut mir leid, aber das muss jetzt einmal ganz kurz passieren, ne? Da müssen wir mal noch einen Vorhang holen für 75. Der muss natürlich auch in Weiß. Wir benötigen noch ein Bett. Zack, das heißt, wir sind A, pleite, aber wir haben das hier. Oh, es fehlt ein Punkt bis zur Mona Lisa. Schade. Dann machen wir Pause, beginnen den nächsten Tag. Wir haben zwei neue Aufgaben und da schauen wir mal, was haben wir denn bekommen? 4 königliche Kunden. Okay, und 400 Liter betriebiges. Okay, dann würde ich jetzt sagen, wir. Moment, einen ganzen Tag lang Dessert. Das Henkertreffen, die wollen. Ach, das ist eine Suppe, ne? Dann würde ich jetzt 2100. Ach, du Heiland. Nee, dann müssen wir müssen ganz normal Essen anbieten. Wir müssen Geld verdienen. Das geht jetzt leider nicht anders. Ja, dann würde ich doch an dieser Stelle einmal sagen, verabschiede ich mich doch nochmal von euch hier auf YouTube und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt, willkommen zur lieblichen Annabelle. Macht gut, bleibt anständig, denkt an Abo, Sub und den ganzen Kram und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis denn, tschüss.